Can you say something to my friends outside there? Hello, my friend. Have a good holidays here. Come here. Have a good drink. Have a free shot for everybody. Okay. Hier steht einfach random ein fucking Kühlschrank. Digga, ich sag's euch, hier werden schon wieder Rekorde aufgestellt. Es ist 2.59 Uhr, meine Lieben. In einer Stunde werde ich vom Taxi abgeholt und ja, es geht ab. Ich sag noch nicht wohin, es wird eine Überraschung sein. Aber ich glaube, ihr wisst es eh schon, falls ihr mir auf Insta und so weiter folgt. Dennoch, für alle, die nur den Vlog sehen, ihr werdet es dann sehen. Auf jeden Fall, ich bin sehr hyped. Ich habe durchgemacht, meine Lieben. Ich muss meinen Koffer packen. Gott sei Dank muss ich nicht viel packen, weil wir nicht so lang weg sind. Oh, ich bin so durch, Alter. Ich sag euch, wie es ist. Meine Birne brennt, Alter. Okay. Ich muss mich jetzt sammeln, den Koffer packen, damit ich dann verdammt nochmal ready bin. Und ich muss dann auch noch duschen gehen. Ah ja, und ich habe noch gar nicht gesagt, willkommen, Freunde, zu diesem wunderbaren, geilen Vlog. Sachen sind gepackt, meine Lieben. Wir haben es mittlerweile, wie ihr sehen könnt, 3.47 Uhr. Dementsprechend, meine Lieben, Taxi ist schon da. Ich bin ready to go. Wenn wir so die Schuhe anziehen. Ich hoffe, ich habe noch einen Apfel im Kühlschrank. Dann nehme ich mir noch einen Apfel mit. Und ich war auch gerade noch mal eiskalt duschen, Digga, weil ich schwöre es euch, es ist so verdammt heiß. Aber da, wo wir hinfliegen, wird es, glaube ich, noch heißer. Auf jeden Fall, ich muss mich jetzt beeilen. Bringe jetzt gleich mal die Sachen ins Taxi und dann geht es auch schon ab zum Flughafen. Bis. So, meine Lieben, wir haben es mittlerweile 4.43 Uhr. Ich bin jetzt hier in der Lounge. Und hier, ich schwör's euch, hier gibt's Fressen, Alter. Wir werden uns da jetzt mal ordentlich die Wampe reinhauen. Beziehungsweise, ich will es nicht übertreiben, ihr wisst Bescheid. Ich bin eigentlich auf Diät, abgesehen von Food Challenges. Wir haben hier auf jeden Fall Eierspeis, Nüsse, wir haben da Obst, wir haben da Brot, da drüben Brot. Also wirklich viel. Kleinigkeit will ich jetzt eigentlich nur essen, weil wir sind jetzt, glaube ich, 2 Stunden da, dann fliegen wir. Und dort werde ich dann eh was essen wahrscheinlich, deswegen einfach nur eine Kleinigkeit, um ein bisschen was im Magen zu haben. First things first, Kaffee um 4.40 Uhr in der Früh, ein Cappuccino, absolutes Muss. So, meine lieben Damen und Herren, schaut jetzt das Frühstück aus, perfekt, mir fällt gerade an, ich habe die Gabel vergessen. Scheiße, Mann, das beginnt schon mal gut. Eierspeis, Banane, Birne, Cappuccino. Freunde, ihr kennt mich, es kann nicht nur bei einem Gang bleiben, dementsprechend, ich habe Nachschub geholt, auf ganz Oldschool-Basis, Freunde, ich habe das damals immer gegessen, als Kind, und zwar Kornspitz mit einfach ein bisschen Butter. Ich habe jetzt irgendwie eine random Marmelade genommen, und zwar einfach so Kirschmarmelade und eine Cola Light dazu. Die Cola Light habe ich damals noch nicht getrunken, Freunde, aber Kornspitz mit Buttermarmelade. Bombe. So, liebe Freunde, bevor wir ins Video reinstarten, ganz, ganz wichtig. Ich habe jetzt auch einen YouTube-Kanal eröffnet, auf dem täglich Reactions online kommen. Dementsprechend unbedingt Link in der Videobeschreibung abchecken, abonnieren und natürlich die Videos schauen, Freunde. Let's go, Kuss geht raus. Kurzes Update, meine Lieben, mittlerweile 7.04 Uhr. Wir stehen jetzt da vorm Gate, werden jetzt gleich in den Flieger reingehen und dann hoffentlich startet dieser Drecksflieger rechtzeitig ab, damit wir rechtzeitig dort sind. Und dann, boah, ich freue mich schon extrem, euch auch das Ganze zu zeigen, weil wir haben ein richtig krasses Zimmer. Dann zeige ich euch dort auch mal alles. Ist auch das erste Mal für mich dort. Wo es halt eben hingeht, werdet ihr dann alles gleich sehen. Alter, das ist so bodenlos. Irgendjemand gerade so fett fahren lassen. Alter, das stinkt. Das ist ja nicht mehr witzig, wirklich. Junge, Junge. Kurzes Update. Das Boarding sollte bereits in 2 Minuten zu Ende sein. Wir stehen noch immer da und es passiert absolut nichts. Wir haben es geschafft. Sage und schreibe 7.32 Uhr, meine Lieben. Wir sitzen im Flieger. Wir sitzen im verdammten Flieger. Der füllt sich jetzt langsam. Wir müssten eigentlich schon in 10 Minuten in der Luft sein und abfliegen, aber das wird sich nicht gut ausgehen. Wir werden auf jeden Fall jetzt dann abfliegen und ich würde sagen, wir sehen uns dann am Zielort. Bis. Meine lieben Damen und Herren, wir sind in Griechenland, in Rhodos, für ein paar Tage auf jeden Fall. Boah, Alter, Leute. Das ist schon geil. Mit einfach Ausblick aufs Meer, Sonne, Caesar Salad. Dann habe ich hier einfach Chicken Breast mit ein bisschen Gemüse und nochmal so Chicken Bao Buns. Natürlich eine Coke Zero dazu. Alter, ich sag's euch, ich war so lange nicht mehr am Meer. Wobei, nein, das stimmt aber nicht. Letztes Jahr eigentlich. Heute steht nicht so viel an, Freunde. Wir haben, wie gesagt, eigentlich nichts gepennt, durchgemacht und bin richtig am Sack. Deswegen, ich will jetzt einfach mal ein bisschen Sonne genießen, ein bisschen chillen, ein bisschen runterkommen, schwimmen gehen, ins Meer und so weiter. Freue ich mich extrem drauf. Ein bisschen Cola Zero trinken, ihr wisst Bescheid. Und den Tag jetzt einfach mal genießen. Wir haben es übrigens gerade 13.30 Uhr, das heißt eigentlich perfekte
Mittagszeit, um jetzt schön sich einen schönen Tee abzuholen, eine schöne Bräune, Freunde. Welcome to the crib. Also meine lieben Freunde, wir werden jetzt eine Roomtour machen. Ich bin gerade ein bisschen energiegeladen, weil wir haben vorhin wirklich gut gepennt. Kurz mal herausgespürt. Auf jeden Fall haben wir hier ganz klein und fein, Freunde. Kann man eigentlich nicht jetzt viel sehen, ehrlich gesagt. Einfach nur ein Bad, Dusche, natürlich ein Klo haben wir auch. Hier eine Glotze, hier direkt das Bett, auch ganz entspannt. Und dann geht es hier direkt raus. Das ist, finde ich, auch das komplette Highlight des Hotelzimmers, sage ich jetzt mal. Und zwar ist es einfach mal der Balkon. Das heißt, wir haben hier eigentlich eine eigene Pool-Area so mäßig. Da einfach ein fucking Pool. Wir können da sogar die Düsen anmachen. Dann ist es so mäßig Jacuzzi-like. Und ich glaube, wir können auch Licht anmachen in der Nacht im Pool. Das wird geil auf jeden Fall. Und wirklich der Ausblick. Also wirklich dankbar, dass wir hier sein können, ohne Witz. Ohne Witz. Ich bin wirklich, also ihr könnt euch vorstellen, ich bin hier auf 4 Stunden Schlaf, ich bin so lost, ich kann gefühlt nicht mal mehr reden. Auf jeden Fall werden wir uns jetzt einmal fertig machen, ein bisschen anziehen und dann wird es auch schon bald zum Abendessen gehen. Wir haben fett Hunger, wir wollen fett einen abschmatzen und es gibt hier richtig geiles Abendessen heute. Ich glaube, heute ist Grillabend. Ich will auch einfach mal diese paar Tage, ich meine, es ist jetzt Freitag, wir sind bis Montag, also Montag, morgen fliegen wir, mal ein bisschen auch nutzen, mal raus aus diesem, sag ich jetzt mal, täglichen Alltag, den ich so durchlebe. Immer mäßig eigentlich dieselben Sachen machen und so, auch wenn sie mir mega Spaß machen, versteht mich da nicht falsch. Aber ich glaube, ihr könnt verstehen, es ist einfach mal cool, so ein bisschen aus seinem gewohnten Alltag rauszukommen, auch wenn der eigentlich sehr abwechslungsreich ist. Einfach, ich wollte einfach mal woanders hin, wo ein Meer ist, wo einfach komplett andere Umgebung ist und so weiter, einfach entspannt sowas mal machen zu können. Und da bin ich wirklich dankbar einfach. Wir werden einfach nur auf chillig vloggen, ein paar Fotos machen und so weiter. Wir haben es mittlerweile 24 Stunden später. Wir waren gestern sowas von am Arsch, dass wir eigentlich ja, nur mehr Abendessen waren, dann ins Zimmer gegangen sind und dann wie Leichen umgeflogen sind. Wobei wir sind auch noch ein bisschen so bei der Bar mäßig gesessen, weil das ist immer Live-Musik, wird heute glaube ich auch sein. Jetzt werde ich euch erstmal zeigen, wie das Ganze immer am Abend ausschaut, beim Buffet und so weiter. Heute ist griechisch. Griechisches Motto bedeutet, es gibt griechisches Essen. Ich habe heute nur Frühstück gehabt, zum Mittag eine Fruchtplatte. Extra ein bisschen was, ja, sagen wir mal, freigelassen, leer gelassen, damit ich jetzt ordentlich reinhauen kann. Natürlich nicht übertreiben, aber ein bisschen was einfach. Und ich schaue da gerade mal in den Bildschirm daneben, sorry Leute. Farbe haben wir, glaube ich, auch schon ein bisschen bekommen. Und natürlich einen dicken Sonnenbrand, wie immer. Und dann wollen wir uns auch heute die Stadt anschauen. Wir werden wahrscheinlich komplett abgezogen vom Taxifahrer. Aber das werde ich euch dann zeigen. Also wenn der uns abzieht, Digga, dann erlebt ihr mich mal in Action. In der Streiterei. Oder wir fragen einfach random diese Leute, ob sie uns mitnehmen. Was hast du da eigentlich schon davor? Okay. Da wir gehen gerade zum Abendessen runter. Schaut euch das mal an, bitte. Holy shit, Mann. Ist das geil. Ohne Witz. So, das hier spielt um 21 Uhr in der Bar. Weiß ich jetzt nicht. Aber so, meine Lieben. Boah, die Nachspeisen. Oh, oh. Wir werden jetzt auf jeden Fall zum Platz gebracht. Mal schauen, was wir heute bekommen. Gestern musste ich ein bisschen nachhaken, dass wir draußen einen Platz bekommen. Ich bin immer so dieser Hotelgast, auf den eigentlich einfach keiner Bock hat. So, meine Lieben. Willkommen zum Food Review hier. Ich zeige euch jetzt einmal mal, was es hier gibt zum Essen. Schaut mal her. Hier einfach mal eine komplette italienische Ecke. Alter. Digga, ich hab's gestern nicht, das Prosciutto. Holy shit. Oh mein Gott, okay, da wird sich später definitiv was gegönnt. Auch wenn es so 2-3 Slices sind. Dann haben wir hier... Oh, excuse me, what's this? Is it Turkey? From Turkey? Yes, oh, yes. Turkey food, very good. Oh, nice. Da gibt's auch nochmal so Süßigkeiten-Spezialdinger. Sehr geil. Hier haben wir nochmal so eine Süßigkeiten-Ecke eigentlich. Hier ist auch nochmal Eis. Und hier eigentlich, ja, keine Ahnung, auch so Nudeln mit Bolognese. Vielleicht gönne ich mir das heute auch. Man kann sich, wie ihr sehen könnt, wirklich quer durchfressen, wenn man Bock hat. Okay, ich habe jetzt reichlich Essen geholt, wie man sehen kann. Ich sage euch jetzt einmal ganz kurz, was es gibt. Einmal die Prosciutto-Pizza, von der ich gerade eben schon geschwärmt habe. Wir haben Lachs, wir haben ein bisschen Chicken, wir haben Reis, wir haben einen Salat und ein bisschen Nudeln mit Bolognese. Coke Zero gibt es dazu. Ich glaube, dann sollte der Magen definitiv voll sein. Vielleicht teste ich da noch diese türkische Nachspeise, das wäre schon ganz geil. Aber ich glaube, mit dem bin ich jetzt mal gut bedient. Let's go. Ah, Alter, wie viele Motorräder wollen hier eigentlich stehen? Alter, seht ihr das? What the fuck?
Wir sind jetzt auf jeden Fall im Hafen, meine Lieben. Sieht auf jeden Fall ganz schön aus. Die einzige Sache, wir sind jetzt hergefahren und ohne Witz, am Weg her, wir haben gedacht, ich weiß nicht, wir werden entführt oder sonst was, weil wir sind aber so komische Stadtteilen vorbeigefahren. Es hat auf jeden Fall so ausgesehen wie im 2. Jahrhundert. Einfach sehr weird. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier in der City. Ich hoffe, das ist nice, aber es sieht auf jeden Fall schon mal ganz nice aus hier. Gehen da jetzt mal so mäßig, ich weiß nicht, in so kleine Gassen. Und das Ziel ist eigentlich, irgendeinen nicen Spot zu finden. Keine Ahnung. Scheiße, jetzt bin ich wieder fokussiert. Komplett dunkel, stark, ich liebe es. Das Ziel ist eigentlich einfach nur, ich hoffe, ihr hört mich, es ist fucking windig. Das Ziel, zum dritten Mal, das Ziel ist es einfach nur, ja, einen nicen Platz zu finden, wo wir irgendwas trinken können. Perfekt. Freunde, ich glaube, ich habe gerade meine Traumfrau hier gesichtet. Fuck. Also jetzt mal Real Talk, das ist so Urlaubsfeeling, sage ich ehrlich, es ist so durch so eine, ja, Altstadt einfach zu gehen. Ich weiß nicht, ich liebe das irgendwie, Leben zu sehen. Ich habe das schon mal in einer der letzten Vlogs gesagt. Es ist einfach so geil, wenn man Leute auf der Straße sieht, fröhlich, happy, Sonne, Sonnenstrahl. Ist einfach geil, ich weiß nicht. Da fühlt man sich ja wie ein Malle, Digga, das ja. Have a beer, have a cocktail. It's like Mallorca, right? Can you say something to my friends outside there? What you want to say? Hey, my friend, have a good holidays here. Come here, have a good drink. Have a free shot for everybody. Okay, das gehört auch zur Stadt dazu. Hier steht einfach random ein fucking Kühlschrank. Der, meine Lieben, hat noch bessere Fahrkünste als ich. So, meine Lieben, wir sind jetzt hier in so einem kleinen Restaurant, barmäßigen, genießen nochmal ein bisschen den Abend, holen uns aber was Entspanntes zum Trinken. Und ich, also, man muss sagen, das Ambiente, das gefällt mir auf jeden Fall. Was im Alltag definitiv nicht zu kurz kommen darf, sind Proteins. Deswegen gibt es bei mir immer 2 dicke neue Pro-Shakes täglich und du kannst jetzt sogar mit Code Manuel 10% auf deine Bestellung sparen. Link ist in der Videobeschreibung, Freunde. Viel Spaß damit. Okay, meine Lieben, ich wurde aus dem Bett gequält von einer gewissen Person hinter der Kamera. Arschloch. Auf jeden Fall habe ich jetzt Frühstück hier. Ich habe mir schon fett ordentlich einen Liter Wasser reingezischt mit 60 Gramm No Whey Pro. Jetzt habe ich hier auf jeden Fall Obst. Ich will irgendwie, ich weiß nicht, ich habe überhaupt keinen Hunger und ich will nicht zu übertreiben in der Früh direkt schon mit Essen, weil ich glaube, wir werden zum Mittag heute nochmal ordentlich Gyros essen oder so. Definitiv. Muss eigentlich. Definitiv. Deswegen schaue ich da, dass ich ein bisschen was frei halte. Aber auf jeden Fall Datteln, Orange, Ananas, eine Kiwi und einen Pfirsich, Freunde. Und jetzt schaut euch mal bitte diesen View an. Das ist schon echt. Arschheiß heute, das heißt, wir werden schön später wieder ins Wasser gehen, Alter. Aber jetzt erstmal frühstücken. Okay, meine Lieben, wir sind jetzt fertig mit dem Frühstück. Wir werden jetzt mal gleich ins Pool gehen. Ich habe nur ein Problem und zwar, ich habe einen verdammt fetten Sonnenbrand am Rücken. Ich Idiot mich gestern vergessen habe einzuschmieren. Dementsprechend, ich glaube, das wird heute noch schlimmer. Weil ich die Sonne ganz meinen, das ist unmöglich hier. Damit muss ich leben. Ich bin ein Vollidiot. Ich schwör's euch, wir sitzen hier jetzt gerade am Pool und das ist so lustig. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Seht diese Liege da. Da oben ist ein Pool, okay? Und wenn man sich an diese Bande ranlehnt, so ein Infinity Pool, dann spritzt immer extrem viel Wasser runter. Und dieses Wasser fliegt einfach auf die Leute, die auf diesen Liegen liegen. Und deswegen liegt da einfach niemand, weil immer so viel Wasser in deren Fresse geschüttet wird. Okay, perfekt. Das war jetzt Storytime. Alter, wie fett ist diese Portion, Junge? Das ist ja geisteskrank. Ich hab hier so einen fetten Salat. Ich meine, ihr habt das hier gerade gesehen. Und dann noch diese 2 Gyros. Holy shit. Aber heute wird sich noch ein bisschen gegönnt, Freunde, weil morgen geht's oder so wieder back home und dann wieder back to Routines. Ausgenommen natürlich die Fress-Challenges, aber sonst überwiegend, ihr wisst Bescheid, Freunde. Ihr wisst Bescheid. Ich hau mir da jetzt rein. Guten Appetit.